ATX 3.1 Netzteile werden statt einer 12 Volt High Power. Oh, High Power. Willkommen bei PC Games Hardware. Heute tauchen wir etwas tiefer in Technikmaterie ein. Wir gehen das Thema Netzteile mit ATX 3.1 und die 12 Volt 2x6 Buchse genauer durch. Bedeutet der neue Standard, dass Käufer von ATX 3.0 Netzteilen jetzt in die Röhre gucken? Um es kurz zu machen, wer sich jetzt ein ATX 3.0 Netzteil zugelegt hat oder zulegen möchte, braucht sich nicht ärgern. Es gibt zwar minimale Unterschiede von Intels ATX 3.0 zu 3.1, aber die sind erstens nicht durchweg positiv und zweitens in der Praxis bei sorgfältigem Aufbau im Grunde zu vernachlässigen. Wir haben uns mit einigen Herstellern unterhalten und bis tatsächlich Modelle mit Intels ATX 3.1 Spezifikation auf den Markt kommen, werden noch mindestens mehrere Monate vergehen. Die meisten planen den Übergang bis heute noch und haben sich nicht vollends entschieden. Wer aber jetzt ein neues Netzteil braucht, muss nicht bis 2024 warten. Wir erklären jetzt Stück für Stück, warum. Es ist offiziell, die 12+4-polige PCIe-Verbindung, die etwa schon bei RTX 40er Karten verwendet wird, bekommt einen neuen Namen und Detailänderung verpasst, um ein Schmelzen auch im unglücklichsten Fall zu vermeiden. ATX 3.1 ersetzt den vergleichsweise kurzlebigen 12 Volt High Power durch den äußerlich identischen 12 Volt 2x6 Standard. Die überarbeitete 12 Volt 2x6 Buchse, also eine Grafikkarte und optional dem Netzteil, setzt auf kürzere Sens und längere Powerpins. Diese Änderung ist ohne Vorbehalte sinnvoll, weil dadurch die Verbindung der 12 Volt Powerleitungen vor den 4 Sens Pins sichergestellt wird. Das heißt, wenn der Stecker nicht richtig an der Buchse angeschlossen sein sollte, wird die nun fehlende Sens Verbindung wegen den kürzeren Pins die ansonsten erlaubte Stromzufuhr als unzulässig für die Grafikkarte kodieren. Wichtig ist dabei zu wissen, dass eine Kompatibilität zwischen 12 Volt High Power und 12 Volt 2x6 ausdrücklich bestehen bleibt. Niemand muss also zwingend nachrüsten. Beide 12+4 Stecker sehen zwar von außen gleich aus, aber eine unscheinbare Kennzeichnung sorgt für Klarheit. Während das 12 Volt High Power Kabel am Stecker mit einem winzigen H+ Stempel markiert ist, wird 12 Volt 2x6 mit einem H++ gekennzeichnet. Alle 12 Pins, Sens-Signale ausgenommen, arbeiten im Rechner mit je bis zu 9,2 Ampere bei bis zu 30 Kelvin über der Umgebungstemperatur. Der Durchschnitt von 600 Watt pro Sekunde und Stecker darf auch mit 12 Volt 2x6 nicht überschritten werden. Die Microfit-Maße haben sich zum 12 Volt High Power nicht verändert. Das Plug-Kabel selbst hat nur wenige, aber insgesamt verbessernde Detailänderungen bei den Toleranzen etwa verpasst bekommen. Die wichtigsten Änderungen rund um den 12+4 Anschluss sind insgesamt an den Buchsen und der Sens-Kodierung des Endgeräts zu benennen. ATX 3.0 Netzteile mit 12 Volt High Power Port an der PSU-Seite werden auch kommende PCIe 5 Karten mit 12 Volt 2x6 problemlos mit Strom beliefern können. Zwar kann dadurch das Zusammenfallen vieler gleichzeitiger suboptimaler Umstände auch die 12 Volt High Power Buchse an der PSU-Seite theoretisch schmelzen, aber auf der Netzteilseite wird seltener am Kabel mit stärkeren Winkeln geknickt oder gezogen. Ein Schaden am PSU-Heck mit 12 Volt High Power Port ist nicht unmöglich, aber unwahrscheinlicher als auf Seiten der GPU im Gehäuse. ATX 3.1 Netzteile werden statt einer 12 Volt High Power Buchse durchweg entweder den verbesserten 12 Volt 2x6 Standard mit verkürzten Sens und längeren Powerpins oder alternativ keinen bzw. einen proprietären PSU-Anschluss für 12 Volt 2x6 bieten. Alles mehr oder minder wie gehabt. Sollte jetzt auf Seiten des 3.1er Modells das 12+4 Polkabel nicht richtig sitzen, würde auch die gegenüberliegende Grafikkarte nicht starten. Dadurch das ankommende Sens-Signal die GPU sich selbst im Zaum durch programmierte Firmware-Vorgaben hält. Ihr würdet den Fehler also bemerken, ehe ein Schaden unter Last auch nur entstehen könnte. Modulare ATX 3.0 Netzteile mit proprietären Anschlüssen auf Seiten der PSU, wie etwa bei Corsair-Serien, genießen insofern einen Vorteil, dass der 12 Volt High Power Anschluss theoretisch auch mit 3er Spezifikation in Zukunft vollständig vermieden werden könnte. Technisch spricht in solchen Fällen nichts gegen das Nachrüsten von H++ Steckerkabeln bei GPUs mit 12 Volt 2x6 Buchsen. Einen Sicherheitsnachteil gibt es in diesem Beispiel nicht. PSU-Serien mit nativer 12 Volt High Power Buchse werden eben jeden Port mit potenziellen Komplikationen nicht vermeiden können, etwa bei zu lascher Fertigung seitens des Steckerherstellers und seitens des Anwenders nicht bis zum Anschluss angedrückt. Ein Ausweichen seitens der Hersteller auf die restlichen PCIe-Ports ist zwar nicht undenkbar, aber realistisch gesehen unwahrscheinlich. Zu gering der Vorteil, zu hoch der Aufwand und die Kosten. Wir stehen ja im ständigen Kontakt mit verschiedenen Herstellern, auch gerne außerhalb der üblichen PR-Stellen. Durch die Investition in den 12 Volt High Power Standard sitzen viele Marken auf einem Berg an bereits angeschafften Steckern und Buchsen.
Inwieweit mit dieser Hardware umgegangen wird, wird auf Nachfrage unsererseits von vielen Herstellern noch abgewogen. Man könnte die ATX 3.0 Serien einstampfen und mit einem 12 Volt 2x6 Update versehen. Das werden auch definitiv einige machen. Andere aber nicht, weil dadurch enorme Kosten entstehen, die die Firmen natürlich vermeiden wollen. Einzelne Nachrüstpläne, ähnlich wie bei ATX 2er Modellen und dem 12 Volt High Power Kabel, sind zum Drehzeitpunkt noch nicht bekannt gegeben worden. Denkbar ist das Ganze. Wenn die eigene Karte mit 12 Volt High Power Buchse versehen ist, gibt es nur bedingt einen Vorteil. Wie gesagt, die 12 Volt 2x6 Buchse hat die kürzeren Sens und längeren Powerpins, nicht der Stecker. Wir hatten das Thema schon einige Male sowohl als Leserbrief, Nachfrage und Kommentar, daher erklären wir das jetzt nochmal allgemein. Das Netzteil darf man sich auf keinen Fall wortwörtlich wie eine Pumpe vorstellen, die Strom aktiv in die Komponenten pumpt. Stattdessen stellen PSUs nur die von der Hardware gezogene Leistung bis zu den Belastungsgrenzen bereit. Was bedeutet das? Das Netzteil schaut eben nicht auf die Hardware und wägt den bereitzustellenden Stromfluss ab, sondern die Hardware bedient sich mehr oder minder blind an der Leistung des Netzteils. Die Codierung der 12 plus 4 Sens Signale soll im Falle der Grafikkarte dafür sorgen, dass nicht das Netzteil limitiert, sondern die GPU sich selbst bremst. Ähnlich wie schon bei den klassischen 6 und 8 Pol PCIe Kabeln. Über die Codierung wird der Karte signalisiert, wie viel Strom sie legitim ziehen darf. Kommende PCIe 5 Grafikkarten mit der überarbeiteten 12 Volt 2x6 Buchse dürfen beispielsweise mit jeweils offenem Sens 0 und 1 Pol gar nicht starten. Kurzgeschlossen sind bis zu 150 Watt erlaubt und mit etwa einer offenen Sens 0 und geerdeten Sens 1 Leitung wäre es maximal 450 Watt. Würde man jetzt ein viel zu schwaches Netzteil, unabhängig der Spezifikation, mit beispielsweise 550 Watt mit einem an den Sens 0 und 1 doppelt geerdeten 12 Volt 2x6 Stecker verwenden, würde sich die hypothetische RTX 5090 auch gnadenlos bis zu 600 Watt genehmigen dürfen. Ihr könnt euch jetzt schon denken, das Netzteil wird nicht in der Lage sein, diese geforderte Leistung zuverlässig und sicher bereitzustellen. Die sogenannte OCP als Überstromschutz setzt ein und verhindert Beschädigungen am Netzteil durch abruptes Abschalten. Es gibt eine Ausnahme, bei der das 3.0 oder 3.1 Netzteil tatsächlich die Codierung für das 12 plus 4 Kabel ändern kann. In der Praxis ist und bleibt das auch voraussichtlich irrelevant, aber wenn das Netzteil den vierten Sensport Card Cable Press nutzt, für PSUs und PCIe 4 Karten optional, dann kann etwa bei zwei gleichzeitig angeschlossenen 12 plus 4 Grafikkarten statt 600 Watt die Codierung auf jeweils 300 Watt geändert werden. Das sogenannte Power Budgeting Sense Detect Register bleibt auch mit ATX 3.1 optional und wird von ATX 2er Netzteilen nicht unterstützt. Bisher wird das Feature von PC-Nutzern gar nicht verwendet oder gebraucht. Aber auch hier limitiert nicht das Netzteil, sondern die Sense-Codierung für die Endgeräte wird angepasst. Also halten wir fest, die Karte, CPU und Co. ziehen, das Netzteil stellt nur bereit. Das hat sich auch mit ATX 3.1 nicht verändert. Es gibt Veränderungen im Rahmen der erlaubten Power Excursions, also den maximalen Leistungsüberschreitungen innerhalb eines Zeitraums. Mit ATX 3.0 und dem damaligen Stand der PCIe-SIG-Vorgaben war das Überschreiten von insgesamt 600 Watt im Durchschnitt einer Sekunde für Grafikkarten nicht angedacht. In der neuen Spezifikation wird diese Grenze auf den 12 Volt 2x6 Stecker selbst limitiert. Die Karte darf sich jetzt aber über andere Quellen wie den PCIe-Slot legitim mehr genehmigen. Neben der Add-In-Card werden auch Angaben zur Power-Excursion des PCIe-Slots sowie zu den Karten ohne Software-Konfiguration, also vor dem Booten, gemacht. Der Durchschnitt einer Sekunde muss immer eingehalten werden. Innerhalb dieser einen Sekunde dürfen höhere Lasten anliegen als im Durchschnitt der Sekunde. Die 12-Volt-Leitung des PCIe-Slots darf innerhalb von 0,1 Millisekunden etwa das 2,5-fache erreichen. Als Ergänzung zu den Vorgaben der PCIe CEM 5.1 erweitert ATX 3.1 also auch die maximale Leistungsüberschreitung für Grafikkarten und den PCIe-Slot. Karten, die 75 Watt aus dem Slot über die Kombinutzung von 12, 3,3 und 3,3 AUX ziehen können, dürfen das nun auch zusätzlich zum Stromstecker tun. Innerhalb einer Sekunde darf bei den 3,3 Volt Rails das Maximum von 3,0 Ampere nicht überschritten werden. Bei der 12 Volt Leitung dürfen dagegen die in der PCIe-SIG vorgeschriebenen 5,5 Ampere von vollwertigen PCIe-Slots nach CEM 5.1 um das 2,5-fache bis 0,1 Millisekunden anliegen. Das wären also über den Slot bei den 12 Volt Rails 165 Watt bei 0,1 Millisekunden. Der Durchschnitt von 66 Watt auf den 12 Volt Rails des PCIe-Slots muss genauso wie die 600 Watt des PCIe 12 2x6 eingehalten werden. Die aus dem Slot-Interface maximal möglichen 75 Watt ergeben sich übrigens aus der zur Verfügung stehenden Kombi von 12 Volt, 3,3 sowie 3,3 AUX und dürfen, wie wir halt gerade aufgedröselt haben, logischerweise nicht dauerhaft überschritten werden.
Ein ausreichendes Konzept zur Slotkühlung auf der Platine wird in den Vorgaben nach wie vor vorausgesetzt. Kurzes Zwischenfazit. GPUs dürfen laut ATX 3.1 Spezifikationen mit einem 12 Volt 2x6 Stecker mit geerdeten Sense-Pins und der maximalen Ausnutzung des PCIe-Slots nach CEM 5.1 offiziell insgesamt 675 Watt legitim ziehen. Karten mit mehreren 12 Volt 2x6 für mehr als 675 Watt sind dabei nicht ausgeschlossen. In der Praxis sind davon aber höchstens absolute High-End-Karten im professionellen Bereich zu sehen. Mittelklasse-GPUs dürfen und werden nach wie vor auf bewährte 6- und 8-polige oder niedrige 12 Volt 2x6 Kabel mit deutlich geringeren Verbrauchszahlen setzen. Da ändert sich im Prinzip nichts. Es gibt bei ATX 3.1 nicht nur technisch positive Änderungen. Bei der Hold-Up-Time gibt man den Herstellern jetzt einen Puffer, um etwa bei den Primärkondensatoren sparen zu können. Hier gibt es kein Wenn und Aber, hier will man nur Produktionskosten einsparen können. Statt in 16 bis 17 Millisekunden unter Volllast, wie unter ATX 2er und 3er Modellen, müssen 3.1 Netzteile diese Grenze nur noch unter 80% der Last erreichen. Unter Volllast sind dagegen zukünftig nur noch 11 bis 12 Millisekunden verpflichtend zu erreichen. Bei der Hold-Up-Time geht es um die Zeitspanne, in der ein Netzteil noch in der Lage ist, nach einem plötzlichen Ausfall eine konstante Spannung zu halten. Also die Hardware noch für Sekundenbruchteile am Leben zu halten. Das ist wichtig, um Schwankungen im Stromnetz abzufangen oder die Umschaltzeit bei unterbrechungsfreien Netzteilen abzufedern. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung im Netzteil, in Kürze USV, muss bei Problem schnell die Stromversorgung übernehmen und umschalten. Dabei entsteht eine kurze, komplette Unterbrechung der Stromzufuhr, die aber meist unter 10 Millisekunden liegt. Die Hold-Up-Time, je länger desto besser, wird von der Kapazität der im Vergleich eher teuren Primärkondensatoren bestimmt und gibt einen groben Indikator ab, ob diese auch korrekt dimensionieren und einteilen. Die Größe dieser über die Zeit alternden Kondensatoren und die Stützzeit hängen direkt miteinander zusammen. ATX 3.0 Netzteile dürfen also nun bis zum gewissen Grad an teuren Kondensatoren sparen. Ergo, es ist ein technischer Rückschritt mit einem preislichen Vorteil in der Produktion. Inwieweit Hersteller diesen zugestandenen Spielraum nutzen und einhalten, lässt sich erst in Tests von Modellen mit ATX 3.1 herausfinden. Einen Unterschied solltet ihr im Alltag zumindest nicht in den ersten Jahren bemerken. Auch bei ATX 2 Netzteilen haben sich viele Modelle in unseren Tests nicht an die offiziellen Spezifikationen gehalten. Die Hold-Up-Time wurde teilweise bis an die 10 Millisekunden runtergeschraubt. Und naja, bei diesen Mustern sind schon in der Praxis beim Betrieb an stabilen Stromnetzen auch schon quasi nie Probleme aufgetreten. Ist keine schöne Entscheidung, aber im Endeffekt sollte man als Verbraucher nichts davon mitbekommen. ATX 3.0 Netzteile sind also potenziell an dem Punkt tatsächlich schärfer spezifiziert. Durchhalten, wir haben es gleich geschafft. Mit der 12 Volt 2x6 Buchse könnte man sich jetzt auch fragen, ob ältere ATX 2.4 Netzteile auch noch reichen können. Ja, das können sie durchaus, sofern die vom System gezogene Leistung nicht die OCP und sonstige technische Grenzen des Musters überschreitet. Die zwei anderen optionalen Sense-Leitungen werden nicht unterstützt und die Transient Slew Rate ist eben nicht bis 5 Ampere pro Mikrosekunde garantiert. Können das gute 2er Netzteile schaffen? Ja, aber nicht alle und nicht garantiert. Ein 2.4 Modell mit 12 Volt High Power Kabel wird bei einer Karte mit 12 Volt 2x6 Buchse funktionieren. Wenn der Hersteller oder Drittanbieter einen 12 Volt 2x6 Adapter anbietet, könnte man auch die Vorteile der schärferen Fertigung des neuen Steckers nutzen. Aber da kann es halt sein, dass das Netzteil aus Sicherheitsgründen abschaltet wegen den Transienten und Peaks. Inwieweit das bei kommenden Generationen sein wird, können wir noch nicht vorhersehen. Die Ada Lovelace Karten waren in der Hinsicht aber deutlich, deutlich gnädiger als die Ampere-Generation. Das spürt und merkt man definitiv im Alltag. So, jetzt durchatmen. Summa summarum. Durch die Kompatibilität zwischen 12 Volt High Power und 12 Volt 2x6 ist Intels ATX 3.1 in erster Linie ein Sicherheitsupdate für die Zukunft. Ohne für den jetzigen Käufer alles über den Haufen zu schmeißen. Die Sicherheitsvorteile der 12 Volt 2x6 Buchse sind ein sinnvolles Update. Netzteilhersteller müssen aber einen Spagat zwischen neuen ATX 3.1 Modellen und bereits in Massen vorhandenen ATX 3.0 Serien mit dem 12 Volt High Power Buchsen auf der PSU-Seite leisten. Wenn ihr jetzt einfach zum Fazit gesprungen seid, dann schaut wenigstens durch die anderen Timestamps für Details. Wenn ihr noch mehr Infos, Tabellen und Erklärungen im schriftlichen Format zum Thema sucht, dann werft doch mal einen Blick in unsere Ausgabe 1223. Nein, der zweite Teil von ATX 3.0 Tests ist nicht vergessen und wird kommen. Wir sind da dran und wollen so schnell wir können auch liefern. Wirklich. Den ersten Teil findet ihr übrigens hier oben. Wenn euch solche technischen Videos gefallen, dann lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo mit Glocke da. Das würde uns sehr freuen. Schaut auch gerne auf unserer Homepage pcgh.de vorbei. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.